Hallo, herzlich willkommen zum vierten Teil des Hamburger Modells. Im letzten Video haben wir uns die Perspektivplanung genau angeschaut und gesehen, wo es gesamt in dem Schuljahr so hingehen soll. Logisch folgt in unserem Prozessmodell nun die nächste Phase, die Umrissplanung. Aber auch mit den darauf folgenden Phasen der Prozessplanung und der Planungskorrektur werden wir uns in diesem Video beschäftigen. Und wenn es dann richtig gut läuft, ziehen wir am Ende auch noch ein Fazit. Nun aber los. Also, zeitlich der Perspektivplanung nachgeordnet ist die Umrissplanung. Die Umrissplanung bezieht sich auf die Planung einer Unterrichtseinheit. In einer Unterrichtseinheit sind thematisch vernetzte Einzelstunden zusammengefasst. Eine Unterrichtseinheit erstreckt sich somit über mehrere Stunden. Wolfgang Schulz schlägt im Hamburger Modell vor, die Unterrichtseinheiten lediglich grob zu strukturieren. Und warum nur grob? Da sind wir wieder bei der Schülerorientierung, denn aus seiner Sicht ist eine zu starke Detaillierung für Schülerinnen und Schüler entmündigend. Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sollen Handlungsdetails oder sogar deren Abfolge gemeinsam bestimmen. Schon während der Perspektivplanung wurde die Unterrichtsplanung schon als Gemeinschaftsaufgabe akzeptiert, auf die man sich in der Umrissplanung dann vorbereitet. Schülerinnen und Schüler sollen dabei lernen, über sich selbst zu verfügen. Die Lehrkraft soll ihnen dabei helfen und gemeinsam mit ihnen und möglicherweise sogar mit den Eltern den Unterricht planen. Für die Umrissplanung wurde das Berliner Strukturmodell in eine neue Form gegossen und tatsächlich etwas ergänzt. Visualisieren wir es jedoch einfach noch einmal. Bleiben wir in der Sprache des Berliner Modells, also die Bedingungsfelder, die Ausgangslage der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte, sind die Produktions- und Herrschaftsverhältnisse sowie die institutionellen Bedingungen. Auf die hat eine Lehrkraft kurzfristig überhaupt keinen Einfluss. Diese Faktoren beeinflussen jedoch umgekehrt die Möglichkeit der Unterrichtsplanung. Beziehungsweise muss unsere Lehrkraft diese Faktoren bei der Planung berücksichtigen. Wenn im Mittelpunkt also der Unterricht steht, dann wird diese Beeinflussung in der Grafik durch Pfeile visualisiert. Und es wird deutlich, dass sich der Unterricht auch rückkoppelnd auf die institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen indirekt auswirken kann. Die Entscheidungsfelder sind seit dem Berliner Modell gleich geblieben und wurden ergänzt. Starten wir mit der Ausgangslage der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler, abgekürzt AL. Und es werden von der Lehrkraft auch weiterhin Intentionen und Themen in Form von Unterrichtszielen, UZ, festgelegt. Ebenso wie die Vermittlungsvariablen, abgekürzt VV, in Form von Methoden und Medien. Neu ergänzt wurde hier im Hamburger Modell allerdings die Erfolgskontrolle, das heißt die Leistungsbewertung. So, und nun kommt noch ein schicker Fachbegriff, denn die Doppelpfeile in der Grafik verweisen auf den Implikationszusammenhang. Implikationszusammenhang bedeutet, dass die Planung über ein einzelnes Element der Handlungsstruktur beinhaltet, also impliziert, schon Annahmen über die anderen Momente. Ändert man eines der Planungsmomente, zieht das die Veränderung eines anderen Planungsmomentes nach sich. Ja, Schulz versuchte, das Hamburger Modell möglichst einfach zu halten. Erstens, damit die Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsplanung möglich wird, da auch ein Laie das Modell mit Hilfe der Lehrkraft verstehen kann. Und zweitens weiß er ja selber, dass es in der Alltagspraxis viel zu wenig Zeit für die Unterrichtsplanung zur Verfügung gibt. Aber er geht davon aus, dass mit zunehmender Routine der Lehrkraft und auch der Schülerinnen und Schüler sich die Planungszeiten verkürzen werden. Und nun gehen wir eine Phase weiter und schauen uns die Prozessplanung an. Denn im Rahmen der Prozessplanung entsteht die eigentliche Unterrichtsverlaufsplanung. Für eine Einzelstunde oder gegebenenfalls eine Doppelstunde.
Und das bedeutet, dass zur Prozessplanung eine Transformation der Umrissplanung in einen konkreten Entwurf des Unterrichtsgeschehens erfolgt. Zum Beispiel werden grob formulierte Ziele in ausdifferenzierte Teillernziele untergliedert. Methoden, Medien, Materialien und Hilfsmittel werden geplant. Der Zeitaufwand wird eingeschätzt. Und wenn möglich auch alternative Unterrichtsverläufe überlegt. Denn im Rahmen der Umrissplanung erfolgt simultan gegebenenfalls auch eine Planungskorrektur der Prozessplanung. Die Prozessplanung ist laut Schulz, wo sie überhaupt erforderlich ist, der Umrissplanung zwingend nachgeordnet. Sonst besteht die Gefahr, dass die mühsam erarbeitete Schülerorientierung wieder verloren geht. Ja, denn Planungskorrektur während des Unterrichts ist laut Schulz auch bei so sorgfältiger, gemeinsamer Planung durch Lehrkräfte und Schüler zwangsläufig erforderlich. Denn spontan auftretende Änderungswünsche sollten im Unterricht diskursiv legitimiert werden. So, alle vier Phasen nun in Ruhe angeschaut, nun lohnt es sich ein Fazit zu ziehen. Was sind Vorteile des Hamburger Modells und wo wird es kritisiert? Ganz klar positiv ist die hohe Demokratisierung und Schülerorientierung im Unterricht. Auch die Erweiterung des Berliner Modells um ein zeitlich gestuftes Planungsmodell. Und hervorzuheben sind die Bildungsziele, Emanzipation und Mündigkeit. Und wo neue Ideen sind, gibt's auch Kritiker. Kritisiert wird die umfangreiche Beteiligung von Schülerinnen und Schülern und auch Eltern an der Unterrichtsplanung. Das sei utopisch. Schulz gebe auch keinerlei Hilfe zu deren Umsetzung. Das Hamburger Modell stelle darüber hinaus auch kein übersichtliches Gesamtkonzept zur Unterrichtsplanung dar. Verschiedene Schemata und Begriffsgruppen würden vermischt. Das Hamburger Modell könne als Feiertagsdidaktik eingestuft werden. Ein sehr anschaulicher Begriff für etwas, das unter normalen Rahmenbedingungen schwer umsetzbar ist. Oh, Wolfgang Schulz hat dazu aber was zu sagen. Er kontert die möglichen Kritikpunkte mit dem Fazit. Ein Modell, das keine Anstöße zur Innovation des Unterrichts bietet, braucht wirklich niemand. Zudem können Lehrpläne entrümpelt werden. Und die Planungszeit für Lehrkräfte erhöht. Nun aber bitte macht euch euer eigenes Bild und vielen Dank fürs Mitdenken. Bis zum nächsten Video. Tschüss!